Hier seht ihr eine natürliche Quelle. Seht ihr, wie das Wasser hier so leicht, fast blubbernd oder gekräuselt aus der Erde kommt? Dann fließt es hier weiter runter ins Tal. Und das hier ist die Umgebung und springt hier. So, und hier ist so ein ganz breites Feld feucht Wasser, das hier so am Hang runterläuft. Das, was ihr da an diesem Braun seht, das ist Farn. Also hier kann man das mal noch ein bisschen besser erkennen. Farnwedel. Und hier irgendwo ist garantiert eine Quelle. Die könnte man aufspüren, natürlich ein bisschen weiter oben, weil da sind wir quasi mitten in dem Wasser, das da läuft. Da kann ich jetzt natürlich auch nicht rübergehen, das ist ganz feucht. Da wächst auch wieder, wie heißt das jetzt nochmal? Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Wasserkresse, genau, Kresse. Und hier ist alles feucht, wie ihr sehen könnt. Wahrscheinlich ist diese Quelle irgendwo hier in diesem Bereich. Hier fängt das Feuchte an. Könnt mir gut vorstellen, dass man das hier irgendwo dann fassen könnte und nutzen. Ja, wollte ich euch jetzt nur mal zeigen, wie man sowas auch entdecken und aufspüren kann. Feuchte Stellen, auch in Wiesen, so Senken, wo das Gras saftiger ist, sind auch oft Anzeichen, dass da nah unter der Fläche Wasser ist. Oftmals braucht es nur ein paar Tropfen pro Sekunde. Das ist ja schon auch eine Quelle. Jeder Tropfen ist kostbar. Jetzt bin ich oberhalb dieser Feuchtstelle, wo ich eine Quelle vermute. Und da sieht man auch wunderbar, das fließt hier. Seht ihr das? Da? Seht ihr das? Das fließt. Und etwas weiter links, also nach hier, ist weiter oben noch eine Quelle und da ist schon mehr Wasser am Fließen.
Hier seht ihr das typische Mäandern des Wassers, wenn es natürlich laufen darf. Und es gibt dann auch immer ruhigere Stellen. Seht ihr hier diese eine, wo das Wasser fast still steht. Und dann wieder Kaskaden. Ich bin halt hier auf einer ganz hohen Böschung. Ich kann da jetzt so leicht nicht runtergehen. Und dann wird es wieder ein bisschen ruhiger. Dann kommt die nächste Kaskade. Dann wird es breiter. Und nächstes Jahr kann das wieder ganz anders laufen. Wenn das Wasser die Möglichkeit hat, so zu laufen, reinigt es sich und erhöht seine Lebendigkeit. Und es hat dann in den Uferbereichen auch die Möglichkeit, im Boden zu versickern. Und wenn es dann durch den Boden gewandert ist, kann es reif als Quelle von sich aus wieder hervortreten. Da vorne im Schneedorn sitzen die Vögelchen, seht ihr die? Sind vielleicht jetzt nur kleine Punkte. Und hier seht ihr schon, wie das Wasser auf der Wiese läuft. Es sucht sich seinen Weg. Ich zeige euch das mal ein bisschen näher. Ach, jetzt laufe ich da schon mittendrin. Moment. So, oh, hier ist alles voll. Die ganze Wiese läuft. Also das geht nicht. Ich habe jetzt keine Gummistiefel an und wollte jetzt auch die Schuhe nicht ausziehen. Hier bahnt sich jetzt das Wasser über die Wiese seinen Weg. Das zeige ich euch jetzt mal. Also das eben, was ihr gesehen habt, das kam aus einem wahrscheinlich Mauseloch oder es war ein Quell. Das ist dann aber eins von vielen. Und jetzt bahnt sich dieses Wasser den Weg über die Wiese. Und das fließt richtig, seht ihr? Und der intelligente Maulwurf hat natürlich sein System an Höhlengang. Dort, wo kein Wasser fließt. Sehr intelligent. Dann kann man davon ausgehen, wenn ihr über so eine Wiese laufen wollt und wisst, da ist so Wasser, geht da lang, wo die Maulwurfshaufen sind. Das finde ich jetzt wirklich toll. Und da unten seht ihr, da gehe ich jetzt hin, da läuft dann das Wasser. Aus dem Wald heraus in eine Feuchtwiese oder Feuchtzone.